Wie reich ist Tuan auf der YouTuber-Insel? Tuan ist in den GTA Roleplay-Videos von Amir immer unendlich reich. Er hat extrem teure Autos, eine fliegende Insel und auf jeden Fall mehrere Millionen Dollar. Aber seit 2 Monaten ist Tuan auch auf der YouTuber-Insel. Ist das dort auch so? Und wie reich ist Tuan auf der YouTuber-Insel? Als Tuan zum ersten Mal auf die Insel gekommen ist, war er schon sofort voll Netherite und hatte eine Elytra. Das heißt, er ist in Minecraft auf jeden Fall genauso wie in GTA RP keine Schmalspur. Auf der YouTuber-Insel wird der Reichtum hauptsächlich an der Menge an Diamanten gemessen, weil das die Währung ist, mit der man Sachen kaufen kann. Aber wie viele Diamanten hat Tuan? Tuan war bis jetzt relativ selten auf der YouTuber-Insel zu sehen. Es gibt nur ein paar Videos auf Amirs Kanal, in denen man sieht, welche Items Tuan hat. Man weiß auch nicht, ob er sowas wie eine geheime Base hat mit all seinem Reichtum. Alle Diamanten, die man bis jetzt in Tuans Händen gesehen hat, waren Diamanten, die er genutzt hat, um anderen Leuten Diamanten zu geben. Das waren im letzten Video von Tuan 8 Diamanten. Ansonsten hatte er meistens nur unglaublich viel Gold im Inventar und extrem viele Goldäpfel. Vielleicht mag er auch Gold lieber als Diamanten. Es ist also nicht wirklich klar, wie viele Diamanten er eigentlich insgesamt hat, aber erst vor kurzem haben wir in dem Video darüber, ob Tuan der Anführer von Team Böse ist, herausgefunden, dass er die Macht hat, in den Kreativmodus zu gehen. In dem Video, als er das gemacht hat, ist er nur herumgeflogen damit und war unbesiegbar. Aber es ist natürlich klar, dass er deshalb wahrscheinlich die Rechte hat, seinen Spielmodus zu wechseln, wodurch er die Möglichkeit hat, jeden Minecraft-Command im Chat zu nutzen. Wenn Tuan also will, könnte er sich so viele Diamanten geben, wie er will. Das Maximum, was er im Inventar haben könnte, wären dann 21.312 Diamanten, wenn er jedes einzelne Fach mit Diamantblöcken befüllt. Damit wäre er auf jeden Fall schon der reichste auf der YouTuber-Insel. Mit Schalker-Boxen könnte er aber sogar 561.424 Diamanten im Inventar haben und zusätzlich 419.904 Diamanten in der Ender-Chest. Das wären dann ganze 981.328 Diamanten, die er gleichzeitig dabei haben könnte. Weshalb Tuan fast Millionär in Diamanten sein könnte, wenn er will. Aber selbst wenn er Diamanten ausgibt, kann er sich jederzeit auch wieder neue geben, weil er ja die Rechte dazu hat. Das heißt, Tuan hat eigentlich unendlich Diamanten und braucht sein Inventar gar nicht zu befüllen, sondern nimmt sich einfach immer nur so viele, wie er gerade braucht. Aber denkt ihr, die Diamanten, die Tuan in Videos nutzt, hat er sich im Kreativmodus gegeben? Oder sind die Diamanten von Amir gefarmt worden? Abonniert und jetzt tschüss.